Liebe Freunde auf YouTube, willkommen zurück. Letztes Mal sind wir gestorben. Mal gucken, wo er da gespeichert. Wir haben auf jeden Fall die Mutantenrüstung. Wir haben auch nicht den Bauplan für das Haus. Und das Schöne, wenn man neu lädt, weil man gestorben ist, plötzlich sind alle Sachen wieder da. Das heißt, wir können sogar einmal Medis verschwenden. Weil wir Medis wieder im Überfluss haben. Das ist ein cooler Bug. So, du stirbst, plötzlich alle Koffer wieder da. Das ist sehr angenehm. Vor allem sorgt es dafür, dass ich jetzt wieder ordentlich Vorräte habe. So, den Winter... Granaten. Den Winter machen wir easy. Pfeile. Die Dinger, die nutze ich halt nie. Ja, Medis. Medis in den Dreck werfen. Ich werfe sie mal dahin. Da finde ich sie vielleicht später, wenn ich sie brauche. So. Aber trotzdem, wo ist denn mein treuer Begleiter da hinten? Steht der rum? Was macht denn der da hinten? So, warten wir hier kurz, bis er herkommt. Schon müssen wir ihn hier Bäume hinbringen. Magst ein bisschen näher kommen, Kollege? Na, näher kann ich wohl nicht erwarten. Dann komm her, ich will Baumstämme. Nimm Gegenstände. Bleib hier, baue, hole, stämme und fallen lassen. Gut, danke. Mach auch. Und ich schill am Feuer. Gucken, eigentlich müsste er sie auch fällen, oder? Holt er sie nur. Läuft also die halbe Map bis dahin, wo ich mal irgendwo einen Baumstamm hab liegen lassen? Oder fällt da auch welche? So ein großer Haufen Stämme wäre schon was. Nee, er fällt tatsächlich. Sehr schön. So, werde ich aber auch mir die Mühe machen und mitfällen. Damit meine Stärke levelt. Also fällen wir jetzt beide Bäume. Du hingegen sehr langsam. Ah, wobei es geht. Schneller als ich doch. Ich hätte irgendwie keinen Fortschritt gesehen, aber er fällt. Trinken. So. Und noch einen Schluck. Warum man nicht direkt trinkt, bis er nicht mehr durstig ist, weiß ich auch nicht. Hier ist aber nochmal so. Aktuell ist mir gar nicht kalt. Interessant. Ich wollte diesen einen Ureinwohner vorhin am Leben lassen, in der letzten Aufnahme. Was passiert? Ein anderer kommt von der Seite und tötet mich. Keine gute Tat bleibt ungestraft in dieser Welt. Ist einfach so. Wir machen aber auch schön hier die Bäume weg, aus, nicht nur, weil wir so ein Material brauchen später, sondern auch, damit wir ein gutes Sichtfeld haben. Gut sehen, wenn irgendwer kommt. Oh, fällt. Oh, da habe ich direkt gut Damage gemacht. Oh, ich kann gedrückt halten. Wie geil. Das ist gut zu wissen. Kann ich auch mal eben was essen. Doch hier noch ein bisschen gebratenes Fleisch, bevor es vergammelt. So, ich habe auch direkt wieder ein bisschen mehr Energie. Ich
gedrückt halten kann, ist auch schön. Und der bringt da brav hin. Das ist gut. Okay, weiter geht's. Schön die Stärke leveln wir, indem wir Bäume fällen. Jetzt ist mir nass und kalt. Okay. Geh ich mich eben aufwärmen. Hin zu meinem schönen Feuerchen. So. Können wir auch schön ein bisschen. Komm, verbrennen wir ein bisschen Geld. Der macht hier, ja, der macht schön großen Holzhaufen. Das ist gut. Das ist gut. Damit kann ich leben. Alter, habt ihr gesehen, wie viel der erste Schlag weggemacht hat? Jetzt ist mir wieder nass und kalt. Und manchmal geht es voll schnell, manchmal dauert es voll lange, bis mir nass und kalt ist. Was ist, wenn ich so eine Leuchtfackel jetzt nehme? Ich meine, davon haben wir ja wirklich genug. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte. Wärmt die mich? Nö. Okay, gut haben wir das geklärt. Der ist bald. So, jetzt haben wir erstmal genug. Ich wieder mein Feuer und der kann weiter die Stimme holen. Während ich mich mal hier kurz aufwärmen gehe. So. Ich meine, wir können Feuerholz machen. Da ist die Frage, wo, was bringt uns das? Das ist verrottetes Fleisch. Was bringt mir das Feuertour? Wird das dann irgendwie sehr gut? Zweifle ich doch irgendwie, dass das so funktioniert. Okay, verbrennt es ja. So, gut, speichern. Gucken, wie viele Baumstämme haben wir denn hier schon? Ein? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Na gut. Blockhütte. Anbau, Beobachtungsturm. Baumunterschlupf, Baumhausschlupf. Bett. Na komm, dann nehmen wir doch wieder die einfache kleine Blockhütte erstmal. Für den Start. Da. Kollege, erklärst du mir, warum hier nur so wenig Baumstämme liegen? Magst du mir das erklären? Ja, gib her. Leg hin. Geh ich jetzt auch noch welche holen, Mann. Ich dachte, wir hätten's. Baumstamm, Baumstamm. So. Baumstammhälften weiß ich, mein Gott. Wie macht man die Bretter, die er will? Das ist und bleibt die Frage.
Wir haben 14 Uhr, Wecker-Time. Weiter geht's, dann können wir immer schon am Feuer lang laufen. Aber wieso ist mir nass und kalt? Ich habe doch extra, oder habe ich die Winterjacke nicht mehr an? Moment. Ich habe an... taktische Jacke, Lederjacke. Dann habe ich vermutlich die Winterjacke gerade an. Stoff können wir machen. Eine Blätterrüstung. Und ein Molly. Immerhin. Können wir Alkohol auch trinken? Ne, wir können ihn nur kombinieren. Der gönnt sich scheinbar nicht gerne Wodka, der Kollege. Scheinbar kein Russe. So. Der braucht irgendwie um die scheiß Stämme zu holen. Ist ein mäßiger Helfer, sagen wir, wie es ist. Ein mäßiger Helfer. Mir wird echt stark kalt. Boah, ist das gerade hell. Kurz einmal aufwärmen, richtig. Richtig muckelig warm werden. Danke. Was? Mm-mm. Geh arbeiten. Denk nicht, du hast hier Arbeitsrecht. Du wirst mit der Axt gehauen, wenn du Scheiße baust. Also bitte. So. Weiter geht's. Werden. Und schon ist mir wieder kalt. Und mir ist wieder warm. Und wieder kalt. Der will mich echt verarschen. Wieso war mir vorhin so lange warm? Jetzt immer kalt. So blöd. Gibt doch bestimmt irgendwas, womit man hier auch wieder Baumstämme transportieren kann, oder? Ich hoffe, ich kann in der Hütte irgendwie Feuer machen. Mal gucken, ob es ein Kamin oder so gibt, weil ich meine, es gibt Feuerholz, ne? So, jetzt machen wir kurz hier. B. Okay, 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 okay. Mhm, Fackel. Handregal, Fahrrad, Vogelhaus. Fischhäuse. Leintierfalle. Knochenmacher, fliegende Falle, kleine Blockhütte. Dann sind wir wieder durch. Okay, hier ist nichts zum Thema Feuerholz. Vielleicht bei dem anderen. Wir haben da einfacher Boden, Axt plus Holz. So. Tür. Dach. Stützen. Treppe. Verteidigungswall. Braucht man keine Schaufel für, wie es aussieht. Ich dachte, da braucht man eine Schaufel. Seilbrücke. Feuerholz, ja. Was machen wir mit dem Feuerholz? Da steht nichts zu.
Aber wir können das Feuer mit Steinen zu einem verstärkten Feuer machen. Einfach am Boden. Okay, das haben wir jetzt auch. Sollen wir mal. Komm, es schadet ja nicht, ein verstärktes Feuer zu haben. So. Axt bereit. Ich stand jetzt echt lange am Feuer. Wir sollten echt langsam warm sein. Wie sieht es eigentlich hier bei dem Typen aus, der die Baumstämme bringt? Ah, hier liegen wieder ein paar. Perfekt. Braver Junge. Ich gehe selbst auch wieder ein bisschen fällen. Okay, und mir scheint, wenn ich länger am Feuer stehe, auch nicht so schnell kalt zu werden. Zumindest ist das jetzt mein Empfinden. Jetzt, nee, doch, es war relativ schnell wieder kalt. Ach, Mann. Winter ist kacke. Ich hoffe, in der Bude ist es dann später warm. Ich hoffe, wir können Feuer oder so in die Bude machen, falls es nicht warm ist. So. Mit den Baumstämmen kommen wir auch nur so mäßig voran. So. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Der Kollege mit seinem Stämmchen. Ich gehe mir mal kurz warm machen. Und weiter geht's. Komm, ist wieder nass und kalt. Natürlich. Wie auch sonst. Wie sollte es anders sein, als dass mir nass und kalt ist? Ich meine, es ist ja schon eine Selbstverständlichkeit, dass mir nass und kalt ist, ne? Und da direkt alle auf einmal, das ist doch schon mal was. Oh, da gab's direkt ein paar andere für. Die braucht man doch sogar, oder? Ja, aber jetzt noch nicht. Die dahin. Warum war da ein Wassergeräusch? Komisch. Wir brauchen immer noch Stämme, ne? Vor allem, dass wir die Tür nicht selber reinhauen mussten, dass es einfach Stämme waren plötzlich. Das ist fertig geschnitten da. Hätte ich dem Spiel nicht zugetraut, dass ich irgendwas nicht selbst machen muss. Ach, das macht er automatisch dann. In meiner Hand direkt. Ja, easy. Ich hätte mich wieder vorher selbst drum kümmern. Das scheint er direkt so zu machen, wie er braucht. Wollen wir zum Thema Essen. Ich habe nichts zu essen. Okay. Wäre eigentlich die Zeit, mal so eine Dings zu probieren, so eine Dose. Ey, diese komischen Dosenöffner finde ich voll weird. Was ist das? Das ist Katzenfutter. Lecker. Aber ich meine, solange es schmeckt, ist doch egal, wofür es gedacht ist. Sind wir mal ehrlich, solange es schmeckt, passt das schon. Aber mit der Flasche, die Flasche war eine saugute Sache, dass wir die haben. Ohne wäre ich hier, glaube ich, sehr abgefuckt. Die machen hier schön das Grasblatt. Auch gut. Auch gut. Ja, ja, nass und kalt.
Brauche ich die ganze Bretter plötzlich, anstatt die halben? Weil der Boden jetzt fertig ist. Okay. Das erklärt's. So, kurz aufwärmen. Der hat auch richtig Bock, der Kollege. Aber wo ist meine Mutanten-Lady hin? Oh, ich habe sie ewig nicht gesehen. Ich vermisse sie. Kann ich hier mittlerweile was anfangen? Nö. Wenn ich Feuerholz machen kann, muss ich doch auch irgendwie Feuer machen können mit dem Feuerholz, wenn ich immer Stöcke brauche. Wird langsam dunkel, müssen wir dann auch drauf achten. Ich glaube, die Hütte kriegen wir heute nicht mehr fertig. Meine Mutanten-Lady! Sie ist da. Sie liebt mich noch. Ich dachte, sie wäre vielleicht so pisst, weil ich sie habe hängen lassen. Bei den Ureinwohnern alleine. Aber sie ist da, sie ist weg. Sie ist... Da läuft sie rum. Und ihr scheint nicht kalt zu sein. Ihr Wasser? Hey, die Stämme vorhin haben Wassergeräusch gemacht. Das jetzt... Wird mir hier kalt? So, gehen wir hier hin. Tatsächlich, mein Bett ist... Oh, warte, nein. Mein Bett ist zu weit vom Feuer weg, als dass mir da warm ist. Ist ja belastend. Ich wollte nie nochmal speichern, ich wollte schlafen. So, das erste Mal ist, dass wir im Schnee schlafen. Machen wir kalt auf? Nee, uns ist warm. Wir haben sogar noch halbwegs Essen und Trinken gut. So, weiter geht's. Ein paar Bäume fällen. Oh ne, warte, wir haben ja zwei Baumstämme. Bringen wir erstmal die rüber. Was war denn das hier? Warum taucht die Schneeflocke plötzlich auf dem Nichts aus und respawnt einfach? Wie geht's dir? Alles fit? Brauchen wir noch ein paar. Von denen brauchen wir noch ein paar. So, fällen wir weiter Bäume. Und der scheint seine eigenen Bäume zu fällen. Der bedient sich jetzt nicht bei meinen. Der Kollege. Baumfeld. Ist das ja einer für Stöcker oder ist das ein richtiger? Ah, könnte ein richtiger werden. Wenn die Stämme einfach dicker. Ja, die Stämme werden beim Fällen einfach dicker. Kleiner kann ich noch irgendwo verstehen, vielleicht blättert was ab oder so. Aber dass sie einfach dicker werden, ist auch geil. Wie kann denn so ein Fehler passieren? Ich komme nicht rein. Können wir meine Hütte nicht mehr von innen angucken. Perfekt. Perfekt. Kurz am Feuer aufwärmen wieder. Vom Feuer aufwärmen. Wir können mal geschillt ein bisschen was. Ich wollte trinken eigentlich nur. So. Momentan nehmen wir die Axt wieder. Jetzt noch was zu essen. Nehmen wir ein paar Austern. Ich bringe halt wirklich nichts, aber es klingt geil, wenn man sie isst. Wir haben auch noch einige Beeren, die scheinbar relativ gut weg können. Das werde ich direkt einfach auf einmal essen. Nee, natürlich nicht. Also 20 Beeren gehen weg wie nichts. Ist hier irgendein Fortschritt? Ich nicht.
Bei Brombeeren zumindest kann ich wirklich sagen, so, die können ordentlich satt machen. Ja, doch ein kleiner Fortschritt ist, glaube ich, da. Lachsbeeren. Warum wir bei Brombeeren keine Samen haben, ist ja belastend. Nichts hat mehr Samen als Brombeeren. Oh, das sind giftige. Perfekt, super Meinungen. Also Beeren muss man schon echt viele fressen, damit man ein bisschen Fortschritt beim Essen hat. Die Vegetarier in diesem Spiel, die haben es nicht leicht. Was haben wir hier noch? Nix fehlt uns noch irgend so eine Pflanze. Allein was haben wir hier? Aloe Vera und hier ist keine Ahnung was. Wir haben auf jeden Fall Aloe Vera zusammen mit. Aber diese eine Pflanze fehlt mir halt. So, Kollege, bring deinen Stamm her. Wo ist meine Mutanten-Lady hin? Die ist wohl wieder weggerannt. Bezweifle, dass das so soll. So, wenn ich sie da los. Sachen, die man nicht braucht, wird man wieder los, indem man draufhaut. Lernt das für den Fall, dass man immer wieder in einer schlechten Beziehung feststeckt. Einfach draufhauen, dann wird's schon. So, wir kommen mit der Hütte aber gut voran. Wir kommen mit der Höhle gut voran. Ich scheine Hallus zu bekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es riecht hier nach Beeren. Oh. Ja, beerig. Lecker schmecker Beeren. Checker. Genau das. Und das bohren meine Schneestapfspur wieder. Meine Schneestapfspur. Meine Schneespur. So. Viel brauchen wir nicht mehr. Ich finde nur die Bretter so. Wie macht man die? Ich hoffe, die macht er auch von allein. Och nö. Ernst jetzt? Alter, brauchen den Bogen. Nicht dumm, der Kollege. Dich lassen wir leben. Okay, nee, da kommen immer mehr. Die überfallen mich. Ich lasse keine Gnade walten, Kollegen. Oh Gott, da kommen auch die Fetten. Gehst du mal von meinem Haus runter? Zeit für dich. Gott, einer mit goldener Maske. Die machen ordentlich Damage, das weiß ich. Beseitigen wir lieber schnell. Das ist nicht ganz so der Headshot, den ich wollte. Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Speer, kann ich die werfen? Das ist jetzt nicht sein Ernst! Der will mich doch verarschen. Das ist doch nicht den ihr Ernst. Erst den einen ausschalten. Okay, kann die Stimme aber hier wenigstens wieder nehmen. Weil die Dinger im Nahkampf scheiße stark sind, gehe ich erstmal in den Fernkampf über.
So lange wie möglich. Inventar. Speer. Das war nicht der Kopf. Okay, mit denen kann ich gerade nichts anderes anfangen. Kämpf! Ah, das ist eine. Du, ich hab dich am Leben gelassen. Und so dankst du mir das. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Du Arschloch. Fuck. Das sind aber auch viele. Das sind aber auch viele. Macht der gerade seinen eigenen Typen tot? Kann ich mit leben. Ey. Kämpf ruhig deine eigenen Leute. Komm ich voll mit klar. Mal kurz eben ein paar Medis schlucken. Mal gucken. Das lief nicht so. Oder? Bist du tot? Der bewegt sich nicht mehr, okay. Der ist vermutlich tot. So viel zu meiner schönen Blockhütte. Noch wer? Dir ist kalt, ja perfekt. Wenn ihr mir mein Bett auch noch kaputt macht, kriegen wir echt Ärger, Jungs. Und ha. Hab noch ein paar Pfeile übrig. Pfeil nehmen. Das hat mich... Fuck! Dein Ernst? Du bist der einzige Überlebende und wagst dir so eine Nummer? Mutiger Kollege. Mutiger Kollege. Super. Stapel halt das Holz einfach wieder. Einfach drauf. Die haben vermutlich entdeckt, dass hier meine Hütte ist und haben es weitergesagt. Okay, gucken wir uns mal den Dicken an, den wir umgebracht haben, ob wir mit dem irgendwas anstellen können. Wo sind denn die? Da. Hier haben wir erstmal. Wir stapeln die erstmal. Hier hin. Ja, vergiss es einfach. Du bist der Dicke? Ja, mit dir kann ich aber nichts anstellen, wie es aussieht. Doch, kann ich. Wo ist dein Kopf? Angemachter Speer, schön, aber wo ist dein Kopf jetzt? Okay, ich kann mit dem Arm und Kopf schon mal nichts anstellen. Haken. Das ist voll. Kollege, hör doch einfach auf mit den Stämmen. Das bringt dir nichts. Ist das meine Mutanten-Lady? Ja. Das ist meine. We want peace. Kann ich dir Essen geben irgendwie? Ah.
Nö. We want peace. Oh, da kommen Gegner. Wie reagierst du auf die? Lass sie in Ruhe! Tu ihr nichts! Geht's dir gut? Ich glaube, die ist nett. Laut Internet ist sie auch nett. Und sie verhält sich nicht aggressiv. Und wenn sie am Boden liegt, kann ich sie heilen. Also ich habe Theorien, dass sie nett ist. Und sie traut sich immer näher an mich ran, je netter ich zu ihr bin. Und rennt dann nicht mehr schreiend weg. Irgendwie ein bisschen weird. Sie sieht so gut aus, ja. Und trotzdem hat sie drei Arme und drei Beine. So, wir speichern an der Stelle mal besser. Nach dem ganzen Drama. Ey, hör doch auf mit dem Holz, Kollege. Du denkst doch nicht wirklich, das bringt jetzt irgendwas. So, hier, das wollen wir bauen. Jetzt bauen wir diesmal ein bisschen abseits hin. Da. Die Möglichkeiten mit den zusätzlichen Gliedmaßen, Gott. Mein Chat ist nicht mehr zu retten. Ey, da habe ich so viel Arbeit in das scheiß Haus gesteckt und die kommen und machen das blitzschnell platt. Gucken, kann ich das einfach so hier reinmachen? Nein. Hier brauchen wir was Richtiger. Das heißt, wir brauchen erstmal die dicken Stämme. Ja, das ist kein normaler Stamm, das ist ein normaler Stamm. Aber ich würde mal sagen, hier beenden wir diese YouTube-Folge von heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.